check that out. Ja, hallo YouTube und hallo Check. Ja, das ist mein erster kleiner Giglog hier und ich mache mich jetzt auf den Weg zu so einem kleinen Fahrsaal, wo eine kleine Bühne aufgebaut ist, wo eine Theatergruppe so ein Theaterstück aufführt und ich werde da nicht mithelfen und die da ein bisschen unterstützen und ja, im nächsten Clip zeige ich euch so ein bisschen was von dem Raum und natürlich auch die Scheinwerfer, welche Scheinwerfer da eingesetzt werden, da werde ich dann aber gleich noch drauf eingehen, wenn wir da sind und dann werde ich natürlich auch ein paar kleine Szenen aus dem Theaterstück zeigen, was auch sehr schön ist und ja, viel Spaß dabei! Ja, so sieht der Raum aus. Wir haben ja, wie ihr schon seht, an Seiten haben wir ein bisschen was mit Uplighting gemacht und haben da insgesamt 4 Paar Scheinwerfer auf den Boden gestellt und an den weißen Wänden sieht das natürlich sehr schön aus. So sieht das Lichtstativ aus, was für die Frontbeleuchtung zuständig ist. Wir haben hier 4 LED-Paars von Lightmax mit 36x3 Watt LEDs und die sind zur Frontbeleuchtung schon recht gut geeignet. Ja, so sieht das Equipment auf der Bühne aus. Wir haben insgesamt 8 DMX Wallwasher von Lightmax mit 24x3 Watt. Dann haben wir noch 3 Par 64 von Lightmax mit 36x1 Watt. Das Ganze ist auf einer F34 Traverse befestigt mit 7,50 Meter Länge. Hier seht ihr noch ein kleines Lauflichtprogramm, um mal ein bisschen zu sehen, wie die Dinger so in Aktion aussehen. Weißt du, irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe, immer die gleichen Stücke zu spielen und mich von irgendwelchen Möchtegern-Regisseuren rumschubsen zu lassen. Da meinst du doch nicht mich, oder? Nein, natürlich nicht. Naja, und dann habe ich mir ein hübsches, kleines Häuschen gekauft und seitdem schreibe ich nur noch Drehbücher fürs Fernsehen. Drehbücher? Ja, du kennst doch bestimmt Serien wie Kleinstadtwache oder Mein Traumschlauchboot. Schätze ich nicht. Auch egal. Ist jedenfalls alles von mir. Und ich auch nicht so packen. Und dann? Nicht und dann. Wir sind dann gegangen. Nach Tagen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er noch ein paar Regieanweisungen gegeben. Bitte, danke. Das war auch ich. Du? Thank you.
Practice and enjoy. Check that out.